so deine Frage, ne, vorhin. Jeder sucht das Liebe, warum? Das können wir nicht finden. Ne? Und wo ist die Liebe überhaupt? Ich habe gesagt, geantwortet, vielleicht wir über Liebe komplett falsch verstanden über Liebe. Dann wollte ich dieses Thema noch ein bisschen weiter erzählen. Ne? Und dann viele Menschen suchen das Liebe, aber nicht finden kann. Warum? Ich mache ein Beispiel. Ne? So wie in dieser Raum hat 10 Leute, ne? Als Menschen so zum Beispiel. Im Raum ist diese Welt, wir sind Menschen, 10 Leute. Wir suchen jede Liebe. Oh, wo ist die Liebe überhaupt? Ne? Ich brauche das unbedingt. Ich bin so verletzt, ich bin so einsam, ich brauche warme Gefühle und so weiter. Jeder sucht sich. Und was ist zu Schluss? Jeder suchen das, nicht geben müsste, ne? Und nachher finden das nicht. Geheimnis ist, ne, ich durch meine ganzen diese Jahre, Entschuldigung, meine eigenen Erfahrungen, durch meine eigenen Entwicklung, dann entdecke ich ganz geheimes Wissen. Warum suchen wir? Wir sind das Liebe. Das Geheimnis. Aber wir weiß das gar nichts. Unser Bewusst weiß das nicht. Suchen nach außen, wo ist die Liebe? Natürlich findest du nie. Kannst du ganzen Leben lang suchen. Oder vielleicht noch eine Nachgeburt oder Wiedergeburt. Ne? Ganz in deiner Seele für 100 Jahre oder 1000 Jahre kannst du suchen. Findest du nicht. Wirst du immer in dieser Ebene weitersuchen. Bis eventuell einige Menschen von den 10 Leuten plötzlich merken, Moment mal, da stimmt etwas nicht. Ich bin derjenige, Liebe ist. Ne? Und dann plötzlich selber total überrascht. So wie ich in China ein Gedicht. Zhong Li Xun Ta Qian Bai Du. Na Ren Xue Zai Deng Huo Lan Shan Chu. Ungefähr ist das. Sage, dass ich suche das schon. Jeden Tag, Tag und Nacht finde ich das. Mo Ran Hui Shen. Ich zurückdrehe. Plötzlich erwacht, ne? Na Ren Jiu Zai Deng Huo Lan Shan Chu. Diese Liebe war nie weg gewesen. Du bist diese Liebe. Und dann plötzlich, so wie mein Gefühl, oh, oha, ich bin eine Energie, ich bin eine Liebe. Und dann pulst du einen nach die andere, ich gebe mein Liebe dir, bitteschön. Ne? Ich gebe es die andere, du brauchst meine Hilfe, ja, gerne. Und plötzlich merke ich, diese Liebe immer mehr groß, immer mehr groß, immer mehr groß. Das ist so wie eine so, Zwiebel. Du pulst das, da drin noch etwas. Du pulst das weg. Dann noch etwas, noch konzentrierter, noch stark. Dann plötzlich, du bist so mit Freude, ich muss nicht mehr suchen. Voller Mut und volle Motivation, volle Motiv und volle Freude, volle endgültig gelandet, diese Gefühle. Ne? Wow, ich bin das so magisch. Ich kann noch mehr geben. Ich kann noch vergrößern. Das ist eine magische Wirkung. Dann irgendwann, wenn du so weit deine Liebe so groß, eintags wirst du merken, du bist nicht die Topf von diesem Meer. Du bist ganz Meer. Du bist wieder zurückgefüllt von dem ganzen Ozean. Dann hast du diese Verbindung mit Schöpfungskraft, diese Liebe, ich habe nochmal gesagt, Liebe ist eine bewusst, Schöpfungskraft ist eine bewusst Liebe. Ne? Die Gott hat alles geschafft, dass nur er eine reine Gedanke durch eine Liebehandlung und dann entwickelt sich unsere Welt von alleine. Ne? Aber das ist Liebe. Und dann in China natürlich gibt auch wir zurück zu der Sexualität. Ne? Wie kann diese vergrößern? Liebe immer vergrößern. Und in China, das ist so, man spricht uns über Sex, heißt Zuai. Was bedeutet die beiden Worte? Ne? Viele Chinesen hören diese beiden Worte schon wollen schon weglaufen. Angst vor Sex natürlich, ne? Aber ich sag's, Zuo
heißt machen. Sex, ne? So heißt machen. I heißt Liebe. Machen Liebe. Wir sind Menschen aus Männer und Frau zusammen Sex machen davon. Durch Liebe davon haben wir gekommen auf diese Welt. Das ist Eingang. Eingang. Gleichzeitig das auch Ausgang. Die anderen, wenn das alles aufgelöst, das ist die Tour. Ne? Durch Sexualität, durch Liebe, wieder das komplett zurückgefühlt. Da stellst du vor, ich weiß, ich habe das gemerkt, ich bin ein Lieber, ich sag's zu dir, ne? Ah, das ist so ungefähr eine Theorie. Du versuchst auch durch Sexualität, durch diese High, komplett Reinheit, natürlich Meditation, ne? Und dann auch versuchen, das zu praktizieren. Dann langsam merkst du, pum, du bist auch plötzlich Liebe gegeben. Du kannst weiter deine Liebe geben, gib anders in diese Welt, ne? Die Liebe schon nicht mehr nirgendwo nicht finden kann, sondern da ist überall. Das ist so wie Pilz auf Boden gewachsen, überall. Das wieder das Zeug eine Bewegung nach oben. Und das wandelt sich auch angütig, dass es irgendwann später mal alles wieder zurück zu dem Ursprung. Das ist die Geheimnis. Und dann du, je mehr du Liebe andere gibst, umso mehr wechselt das, dass ihr die Prinzip von Gott das Liebe. Weil Gott hat viel zu viel. Er ist so belastet von dieser Liebe. Er muss das weggeben. Er braucht ein Gefäß, das wegzukippen. Sonst er fühlt das zu voll. Genauso wie ich mache mein Projekt. Ich weiß komplett die Theorie. Ich habe das auch bekommen, den Zustand. Aber ich fühle mich, wenn ich nur selbst profitiere. Ich fühle mich unwohl, weil ich bin auch eine Ozean, eine Zelle von dieser Ozean. Ich habe seine komplette Information. Ich möchte so gern, dass du noch weitergibst. Sofern mach mein Projekt, egal wie die Leute ne, von außen finden, oh, die Jasmin, machen die Sexualität, wie sie und so weiter. Gar kein Problem. Muss jemand denn das machen? Ne? Das ist zum diesem Thema. Ich wollte nur kurz das erklären.